Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich bei der Firma Drexler weiter. Weiter Anreise. Aber wir waren das letzte Mal hier, wir haben gerade schon drüber gesprochen, bestimmt 2-3 Jahre her. Damals Hochzeit Corona und wir konnten leider die Fertigung nicht zeigen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, also unabhängig davon, über das Produkt brauchen wir fast gar nicht reden, Sperrdifferenziale. Ich lobe es wirklich immer in den Himmel, aber es ist tatsächlich so, jeder, der mit dem Abarth fährt oder davor oder dahinter fährt, es ist einfach nur krank, was das Auto an Traktion hat. Fakt ist, das Differential funktioniert bombastisch. Wir waren ursprünglich damals aber gar nicht wegen der Abarth-Differential hier, sondern wegen Limo-Differentialen. Die funktionieren bisher leider noch nicht, weil das Auto noch nicht fährt. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Mhm. Aber ich wollte unbedingt die Produktion zeigen, weil eine Sache ist ja bei euch, das ist alles 100% made in Germany hier gefertigt. Das ist korrekt, ja. So, letztes Mal Corona, sind wir einmal schnell durch die Fertigung gehuscht und ich habe wirklich geheult, dass wir es in dem Moment nicht filmen konnten, weil es ist wirklich höchstgradig interessant. Wir haben hier das Original-Diff, wie diese ganzen Einzelteile gefertigt werden. Worum es in diesem Video eigentlich geht. Ja. Lexus GS 3000 gab ein kleines Upgrade, hat jetzt 3000 PS. Nein. Nein, auch dieses Fahrzeug kann natürlich nicht mit einem offenen Differential durch die Gegend fahren. Das ist noch bei der Serienleistung nicht so entscheidend. Aber ich habe da einen Schlachter aus Japan gekauft gehabt für diesen Turbomotor. Hatte dementsprechend ein zweites Differential über und das haben wir hergeschickt. Und darum geht es heute, dass wir unserem Lexus eine Sperre verpassen. Aber ich würde sagen, führ uns mal einfach ein bisschen rum und erzähl einfach mal ein bisschen, zeig mal ein bisschen was hier so, machen wir's, geht. Das hier ist Entwicklung oder was ist das, der Bereich das hier von euch? Das ist die Abteilung Entwicklung, Konstruktion. Da beginnt ja gefühlt das Produkt, was wir verkaufen, ob das jetzt ein Sperrdifferential ist, Renngetriebe, Antriebswellen oder Radnahmesysteme. Das machen die Kollegen hier vor Ort. Ob das jetzt irgendeine FMA-Berechnung ist oder die Konstruktion vom Produkt, ja, das wird hier gemacht. Ihr habt ja ein Riesensortiment schon. Für den Lexus hattet ihr das schon oder noch nicht? Ein ähnliches Produkt haben wir im Sortiment gehabt. Wir haben nur die Anbindung vom Flansch zum Achsgerät konstruieren müssen. Aber an sich, das Produkt an sich hat es gegeben. Ja. Okay. Ja. Das heißt, jetzt gibt es es auf jeden Fall. Jetzt gibt es, genau. Weil ich glaube, in der Toyota Supra ist das Diff auch drin. Da gibt es allerdings zwei verschiedene Größen, kleines und großes. Der Toyota Supra A90 war auch dieses Produkt, was wir kopiert haben und nur die Achsgerät mit reinkonstruiert haben. Mhm. Okay. Genau. Und dann geht es auch schon los mit der Fertigung. Ja, Freigabe. Arbeitsvorbereitung, Freigabe, Projektleiter und dann geht's los in der Fertigung. Ja. Aber einen Raum müssen wir euch vorher noch zeigen, der ist nämlich auch gerade hier in der Nähe. Der ist in der Nähe, ja. Der hat mich besonders überzeugt, da gehen wir mal als erstes hin. Das ist so der Traum, den man am liebsten zu Hause hätte. Dass, wenn man einmal Antriebswelle, Kardanwelle, alles fertig hat, einfach hier draufspannen und los geht's. Was kann das Ding? Also klar, ich denke, ist selbsterklärend. Es gibt hier bei der Firma Drexler einen Prüfstand, welches sowohl Differential- als auch Antriebswellen testet. Genau so ist es. Es ist jetzt ein Dreiecksprüfstand, wo wir wirklich, ja egal, das Drehmoment testen können, wie weit hält der Flansch aus, ob es jetzt der Drexler-Flansch ist, wie in dem Bereich jetzt zu sehen ist. Das ist ein Drexler-Antriebswellensystem. Wir testen aber auch Kundenflansche. Und ja, bieten das oft auch mit an, wenn wir merken, okay, der Serienflansch hält das nicht aus, was das Differential rausbringt an Sperrwirkung, dann konstruieren wir das auch mit und bieten es auch an. Thema Antriebswellengelenke ist halt auch noch so ein Riesenthema, was ich noch so gar nicht bespielt habe, mich aber höchstgradig interessiert, aber das machen wir später irgendwann nochmal. Mhm. Heute geht es erstmal nur ums Thema Diff-Fertigung, weil das ist bei uns in dieser Rennsportszene halt immer so eine Sache. Natürlich. So, die Anforderungen werden auch immer mehr und natürlich an diesem Produkt hier, was wir jetzt uns selber entwickelt haben, können wir natürlich sowas auch mit anbieten, dass wir schauen, was kann der Flansch, der originale Flansch und wie weit können wir es verbessern, dass der Kunde das Problem ab hier nicht mehr hat. Das heißt, das Ding hat auch genug Saft, dass man zur Not auch mal was kaputt macht. Das geht schon? Ist uns auch schon oft passiert, ja. Geil. Du kannst das hier wie beim Testen vor Ort. Nur hier ist es natürlich leichter, indem du das hier vor Ort machen kannst, ja. Ist der auch geeignet dafür, so eine Art Dauerlauf zu machen? Also, dass man den jetzt auch, keine Ahnung, mal eine Stunde Volllast laufen lässt, um zu gucken, Temperaturen und sowas? Machen wir auch natürlich, ja. Das heißt, übertrieben gesagt, könnte man eine Strecke nachstellen, so, wenn man genug Daten hat und das Auto, die Hinterachse, einmal um die Strecke fahren lassen und halt ganz genau gucken, wie die Abstimmung für das Diff am besten ist, dass man am besten zurechtkommt. Ja. Aber ich sag ja, richtig, richtiger Männerspielplatz hier. Das ist aber auch alles massiv hier, Alter. Aber hier kommt nicht jedes Diff drauf, also das ist wirklich für euch nur Entwicklung und Prüfstand. Das ist rein für unsere Entwicklung und wenn wir irgendeinen Kunden haben, der größere Stückzahlen bestellt, wir einfach merken, okay, der hat das Problem, ab der Lieferung vom Drexler-Differential nach außen, vom Flansch, dann bieten wir das auch mit an, dass wir es hier reinpacken und weiterentwickeln und weiter testen. Geil.
Okay, weiter geht's. Also entschuldigt auf jeden Fall schon mal, wenn der Ton nicht ganz so perfekt ist. Ist halt eine Fertigung, wir wollen die Fertigung hier auch nicht anhalten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Beste hier rausholen. Aus dem Teil hier wird am Ende so ein Diff-Gehäuse, oder nicht? Wenn das der richtige Durchmesser ist, ja, auf jeden Fall. Aber es schaut an sich gar nicht so verkehrt aus, jetzt ach, in krass. Dem Beispiel. Also ich persönlich hätte sogar gedacht, dass ihr den eigentlichen Körper schon mal irgendwie als Rohteil gegossen, wie auch immer, bekommt und man... Man muss da abwägen zwischen Serie und Motorsport. Es gibt natürlich auch Motorsportteile, die wir geschmiedet bekommen vom Lieferanten von uns. Aber in dem Beispiel, an der Stütze, was jetzt du hast oder was viele Einzelkunden haben, beginnt es natürlich hier ab der Stange. Es wird gesägt anhand der Laufkarte und dann geht's auch schon los. Nee. Ja. Okay, servus. Sägen, dann geht's darüber oder geht nee. Direkt hier rein? Direkt nee. Rein, okay, alles klar, dann ziehen wir hier gleich durch jetzt. Das heißt, das ist dann eher so ein Serienteil? Was? Das ist ein Serienteil. Am Beispiel hier ist es zum Beispiel ein AMG-Produkt, was in jedem Serienfahrzeug verbaut wird. Genau. Das hat nichts mit aus der Stange zu tun, da werden Schmiedeteile angeliefert und natürlich Menge ist hier natürlich entscheidend. Das heißt, ihr habt gerade richtig gehört, es gibt Mercedes, die ab Werk das Differential drin haben. Immer oder Upgrade? Nee, das immer. Ist immer. Immer. Dieses Produkt immer, ja. So, und bei solchen Mengen macht es natürlich Sinn, dann ein Schmiedeteil zu machen, welches man nur noch nachbearbeitet und nicht alles aus so einem Stück Stahl rauszukoppern. Ne? Genau, so ist es, ja. So, habt ihr auf jeden Fall ein paar, ein paar auf Lager hier. Solche Zahnräder sind aber auch Schmiedeteile oder was ist das? Diese Achsgeräte hier im Beispiel sind Schmiedeteile, aber auch im Motorsport, weil bei uns ist es natürlich schon so, es gibt verschiedene Baugrößen, aber in der Art ist das Prinzip ja immer gleich. Somit haben wir Schmiedeteile im Motorsport in der Serie, aber es gibt natürlich unterschiedliche Varianten, ja. Okay, das heißt so ein Rad ist in verschiedenen Differentialen drin. Das heißt, genau. Ihr habt jetzt nicht für jedes Differential ein eigenes Rad, sondern da kann man schon so ein bisschen nach Größe das variieren. Kommt auf Baugröße und auf, natürlich auf die Leistung drauf vom Fahrzeug. Und davon definiert sich dann der Sperrkörper, ob der so klein ist oder so groß ist. Ja. Wir können schon sagen, aus so einem Metallstreifen, Scheibe, ja. Wird am Ende so ein Teil bei euch. Ungefähr, mag so. Sein, jetzt kleiner, größer, natürlich, wie auch immer. Genau, aber an sich. Und das sind halt schon etliche Bearbeitungsschritte, bis man halt wirklich so weit ist. Ne? Krass. Wie viele Schritte sind das ungefähr? Das sind jetzt 6 Schritte. Wenn keine Verzahnung mit drauf ist. Es gibt natürlich auch Differentiale, wo er von außen angetrieben wird mit einer Außenverzahnung. Die muss ja hier auch noch mit reingefertigt werden. Und das ist jetzt in dem Fall nicht bei diesen Schritten. Ja. Erinnert mich so ein bisschen hier, wenn du im Urlaub bist, ja. An diese, wo du so einen Euro reinsteckst und so einen Arm hast und den Greifer irgendwo hinfahren kannst. So ist das hier auch so ein bisschen, nur dass der Greifer automatisch hier rüberfährt, Rad aufhebt, strahlt und dann darüber packt. Ne? Genau. Der Mitarbeiter ja, legt eigentlich nur die Palette mit den Achsgeräten von der Härterei rein und ab dann geht es automatisiert weiter. Ja. Jedes Differential hat 2 oder 4 Räder. Ja, 2 Achsgeräte und 4 Kegelritze. Und das. Ja, der Aufbau, das werden wir jetzt nicht so einfach erklären können. Aber das können wir dann später in der Montage. Aber es sind viele Räder, ne? Also da geht richtig was durch an Rädern. Da geht viel durch, ja. Kann man ungefähr ein Verhältnis aktuell sagen, Motorsport und Serie? So. 10 vom Umsatz her? 10%? 10% Motorsport, 90% echt? Die Serie. Ja. Ach so, ich hätte jetzt irgendwie so gedacht 50-50 nee, oder so. Ja. Da sind wir weit weg davon, ja. Ach krass, okay. 10% Motorsport, 90% Serie. Ja. Ja, Serie ist halt einfach, da geht immer was durch, ne? Ja. Darf ich hier sowas anfassen oder gibt das sofort immer Abdrücke und Rost nee. Und so weiter? Nein, muss man immer vorsichtig fragen in so einer Fertigung. Das zum Beispiel ist jetzt der Schmiedeteil vom Lieferanten von uns, von einem Diff-Deckel für ein E-Differential. Und ja, man sieht natürlich, die Bearbeitungsschritte sind hier natürlich viel weniger. Und das entlastet uns die Fertigung, vor allem bei einer großen Stückzahl. Und da würde es sofort weitergehen mit der Drehbearbeitung. Für die Zuschauer, was heißt E-Differential? Weil der eine oder andere wird irgendwie vielleicht falsch denken. Ja, elektrisches Differential, was über einen Aktuator gesteuert wird. Okay, also hat nichts mit einem Elektromotor in Form von Antrieb zu tun, sondern einfach nur, dass es elektrisch verstellbar ist. Genau. Das heißt, das kann man dann weiter sperren? Oder ja, was kann man über den Motor verstellen? Ja, das Spüler kannst du wahlweise einstellen. Ja. Das heißt, es gibt tatsächlich bei den neueren Autos die Möglichkeit, mit mehr oder weniger Sperrwirkung zu fahren, Lenkrad-Einstellungen und so weiter. Genau, ja. Das ist jetzt blöder Zufall, aber das ist genau der Deckel mit der ersten Drehbearbeitung. Mhm.
Das heißt, der Vorteil ist einfach, ihr müsst nicht so einen Stahlklotz nehmen und alles wegfräsen, sondern man fängt an direkt und kann von einer Seite auf der Drehmaschine das die Flächen herstellen. Ja, an diesem Beispiel sieht man das jetzt eigentlich eh genau ganz gut, was wir für Flächen jetzt eigentlich wegdrehen und was wir nicht mehr machen müssen. Ja. Ja. Das ist die nächste Bearbeitung nach der Dreherei. Werden die Fräsbearbeitung hier durchgeführt. Also bei uns ist es immer so, auf der linken Seite sind die Drehmaschinen und auf der rechten Seite ist der Fräsmaschinenpark. Sind das theoretisch die gleichen Mitarbeiter? Also kann jemand, der hier ist, auch da sein? Oder sind Dreher und Fräser alles so wie gestaltet so wie sich und Basketball? Das ist so in der Art. Also der CNC-Mitarbeiter entscheidet für sich schon, was er denn mehr macht, drehen oder fräsen. Also es ist nicht einfach wahlweise zu definieren, dass der dort einen Fall macht oder wieder dort. Ja. Nee, ist schon so, entweder das Werkstück steht oder genau. Das Werkstück dreht sich. Ne? Genau. Oder Unterschied. Das ist jetzt zum Beispiel ein Achskühlgerät. Das ist die erste Drehbearbeitung von einem Schmiedeteil. Hier wird die erste Bearbeitung gedreht. Aber das finde ich halt krass, das Teil ist wirklich aus diesem Stahlrohr rausgefallen. Wie wir es vorher gesehen haben, genau. Und dann wisst ihr mal, was da so an Material weggespannt wird. Das ist bis jetzt vorgeschrubbt und weich gedreht worden, wird jetzt beim nächsten Zuge hier an der Maschine gefräst. Aber ich finde es immer wieder krass, wie nur, weil sobald alle Flächen geil bearbeitet sind, sieht das Teil gleich immer aus wie die Raumfahrt. Dann weiß man eigentlich ja schon, dass das kein Schmiedeteil war, sondern irgendwo ein Klotz. Die Raumfahrt, ja. Genau. Das ist schon. Ich finde es dann einfach doch krass, wie viele Flächen und Bearbeitungsschritte es dann eigentlich nur für einen Differential sind. Ne? Weil viele denken halt immer, es ist nur ein Differential, aber das ist ja schon. Es sind sehr, sehr viele Produktionsschritte, bis es dann das Produkt ist, was wir dann immer an den Kunden dann rausliefern. Ja. Weil hier ist einfach keine einzige Fläche dran, die nicht bearbeitet wurde. Das kann man ja schon so sagen. Ne? Ja. Das war auch irgendwann ein Klotz, der jetzt langsam angefangen wird von einem Klotz, die ersten Drehbearbeitungen, genau. Das heißt, hier sind wir jetzt einen Schritt vor dem quasi. Aber das ist nicht das gleiche Produkt. Mhm. An sich wird auch hier gefräst, man sieht auch hier die Löcher, die werden alle hier reingefräst. Also vorher, nachher. So kann man es zum Beispiel sagen, ja. Wie viele von diesen Motorsportkörpern habt ihr ungefähr verschiedene? 450 circa. 450? Ja. Und die wachsen, weil wir auch an Autos Differenziale anbieten, die wir nicht im Sortiment haben, weil es an sich ja geil ist, in irgendeinem Exoten Drechselprodukt verbaut wird. Aber kann der Mitarbeiter jetzt einfach an der Maschine anklicken, jetzt machen wir das und dann spannt er das ein? Das war ja vorher in der Konzeption, also der Sperrkörper vom Kunden kommt bei uns an. Mhm. Wir vergleichen mit dem aktuellen Sortiment. Schauen, ob wir was Ähnliches haben oder komplett von Pike 0 anfangen, bieten das dem Kunden an und bei Bestellung beginnt der Konzeption mit dem Konstruieren des Produkts und dann erst geht es zur Arbeitsvorbereitung mit der Laufkarte, mit dem Einsteuern in die Produktion und dann kommt es auf die Maschine. Aber der Mitarbeiter könnte jetzt an der Maschine, wenn die Maschine dafür vorgesehen ist, alle produzieren. Ja, an sich speichert er sich natürlich das Programm ein von dem Artikel. Jeder Artikel hat ja irgendwo eine Artikelnummer und kann das in der Zukunft natürlich leicht gesagt abrufen und vereinfachter fertigen dann. Was ich bei dieser Fertigung immer so krass finde, ist, es muss ja nur ein einziger in dieser ganzen Kette einen kleinen Fehler machen und das Teil wandert direkt im Müll. Ne? Deswegen wird bei jedem Arbeitsschritt, ob das Drehen, Fräsen, Vorhärterei, Nachhärterei, wird das Produkt bei uns in der Qualitätssicherung an diesen Teilen, die der Mitarbeiter fertigt, überprüft. Bis so ein Gehäuse komplett fertig ist, wie viele Stunden gehen da ungefähr rein? Kann man das so, kann man so nicht sagen. Nichts. Aber ein paar Stunden sind es ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Weil jedes Mal Qualitätssicherung. Es sind sehr viele Produktionsschritte, es sind sehr viele Schritte in der Qualitätssicherung. Es ist die Härterei mit dabei, die wir natürlich hier bei uns im Haus nicht anbieten, sondern ist ein Partner bei uns hier in der Gegend in Österreich. Genau. Das hier ist jetzt, das ist wahrscheinlich eher so ein Mitteldifferential, oder was ist das? Nee, das ist ein Frontdifferential von einem Getriebe vom Mitbewerber Hulent, kann man auch dazu sagen, das wird in den PCR verbaut. Das ist ein Drechseldifferential in einem Hulent-Getriebe. Ach krass, weil es sieht jetzt so vom Aufbau her vom erstmal... Vom Aufbau her an sich glaubt man, das ist ein Mitteldifferential, ja. Was?
Ihr habt hier ursprünglich mal angefangen, weil das ist jetzt ja ein riesen Maschinenpark. Hier sehen wir jetzt ein paar ältere Maschinen. Ja. Aber irgendwann muss Herbert ja gesagt haben, ich baue das erste Differential. Hat er das selber gebaut, komplett? Oder? Ja, es war eine kleine Werkstatt mit ein paar Maschinen. Wahrscheinlich waren es 2, 3 Maschinen. Und so hat das irgendwann mal begonnen in einer Werkstatt. Für seine eigenen Autos und für... Und hat wahrscheinlich ein bestehendes Differential umgebaut irgendwie. Lamellen reingepackt, wie auch immer. Der Herbert war selber Rennfahrer, hat wahrscheinlich für sich einfach immer gefühlt, was ihm fehlt, und anhand dessen, nach seiner Rennfahrerkarriere, hat er dann versucht, es irgendwie weiterzubringen und hat halt das Produkt dann entwickelt. Ja. Und hat sich überlegt, jetzt baue ich Differenziale. Genau, so ungefähr wird es gewesen sein, ja. Gut, hier sind wir ältere Maschinengenerationen, aber die sind sehr, sehr wichtig und laufen auch immer noch sehr gut. Hier sind jetzt rein Verzahnungsmaschinen, wie man sieht, ob das jetzt Verzahnungsstoßen ist, Verzahnungsfräsen, hier passiert das, ja. Das ist der Teil, den ich persönlich sogar am interessantesten finde, weil jeder kennt mittlerweile Fräsen, CNC, Späne, Fliegen und so weiter. Aber man stellt sich immer die Frage, wie kommt eigentlich diese Verzahnung da drauf? Ja, das kann man jetzt an diesem Beispiel ja sehr gut sehen. Mahlzeit! So, und hier seht ihr jetzt nämlich mal gerade, wie die Innenverzahnung reingestoßen wird. Genau. Das heißt, dieses Werkzeug fährt da jetzt minutenlang immer weiter langsamer rein, bis die Verzahnung fertig gestoßen ist. Genauso wie man sieht, genau, er stoßt jetzt die Verzahnung rein, dieses Stoßwerkzeug, genau. Von meinem Verstand her würde ich immer denken, dass das Werkzeug sofort stumpf sein muss, wenn man da die ganze Zeit die Verzahnung reinstößt. Es hat natürlich eine gewisse Laufzeit, es wird auch natürlich nachgeschliffen, aber nach einer Zeit ist dieses Stoßwerkzeug von der Lebensdauer gleich null und dann kommt ein neues rein. Und hier sieht man jetzt, so Nico, am Anfang sieht man jetzt so ganz leicht, wie die Verzahnung kommt. Genau. Sieht man, am Anfang sieht man hier so ganz bisschen. Und die fährt dann halt immer tiefer rein. Und hier kann man das Gleiche nämlich nochmal mit einer Außenverzahnung sehen. Wie die dann hier, also nicht jetzt hier drauf, ich vermute mal, hier wird irgendwas aufgespannt, oder? Genau. Das eigentliche Teil kommt hier wahrscheinlich noch drauf, genau. Und dann fährt das wirklich stückchenweise immer langsam runter und schiebt da die Verzahnung drauf. Ne? Ja, man kann hier nochmal zeigen, um die Verzahnung hier ging es gerade. Genau. Die Verzahnung wird gerade reingemacht. Und was ich immer am allerkrassesten finde, so 20, 30 Jahre zurück, gab es wirklich technische Zeichner, die sowas per Hand gezeichnet haben. Ne? Das war halt damals ein Job, sich so an ein schräges Brett zu setzen, an ein Zeichenbrett und sowas per Hand zu zeichnen. Ne? Das kann man sich so gar nicht mehr vorstellen. Das wirklich Leute so, ich immer so mit einem Zirkel und so weiter gab, die sowas wirklich per Hand zeichnen. Das wäre zum Beispiel ein fertiges Produkt, nachdem wir die Verzahnung. Und das finde ich halt einfach krass, dass man die Maschine so eingestellt kriegt, dass sie stückchenweise die Verzahnung da so langsam reinfährt. Cool. Danke. Das hier ist die Verstellung. Genau. Da kommt jetzt diese Verzahnung mit drauf, ja. Das ist am Ende die Verstellung. Wo wahrscheinlich, hier sitzt wahrscheinlich der Aktuator dran und der dreht das Ganze dann über die Verzahnung irgendwie. Genau, ist er genau gegenüber. Ah, der sitzt hier drauf und darüber regelt, okay. Genau. Wie filigran das am Ende wird. Ne? Hier an außen sieht man noch die unbearbeitete Fläche, da sieht man tatsächlich noch das alte Gussteil. Fläche, ja. Da muss Gas geben, nicht stoppen. Vollgas. Vollgas. Genau, bei diesem Prozess werden jetzt die Stoßnuten reingestoßen, wo später ja der Druckring, wie auch in deinem Beispiel, und die Innenlamellen mit, ja, drin verbaut sind und hier geführt sind. Wie wir es vorher schon bei den Verzahnungsmaschinen gesehen haben, also dieses Werkzeug stoßt jetzt in den Stahl rein. Vor allem, was da für Späne rauskommen, ne? Und jeder, der schon mal irgendwie einen Schraubenzieher auf Stahl gekratzt hat, weiß ja, wie hart das Ganze ist, ja, dass man da nicht eben so einen Chip rausdrückt. Wie lange hält so ein Werkzeug ungefähr? Also wie viele Minuten kann man damit stoßen? Also machen wir eigentlich 10, 40 Minuten und dann wird wieder geschliffen. Ah, das heißt dann... Das ist so ein Messer. 100, 120. Dann ist verschlissen. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit Härte zusammen. Ne? Das ja gut, ich meine, das ist jetzt eigentlich durch das, dass die Stückzahl nicht mehr so hoch ist, weil das ist so eine mechanische Sperre. Da gibt es schon, das ist jetzt nur HSS-Stahl. Das HSS und das beschichtet. Normal macht man mit Vollhartmetall oder mit Wendeplatten. Da fährt man dann doppelt so schnell. Das heißt, das ist die Technologie von 25 Jahren. Aber funktioniert. Einmal funktioniert frei. Bis heute. Ja. Ne? Manchmal muss man ja auch mal manche Sachen nicht overengineeren, sondern einfach laufen lassen. Du musst mal erst Arbeiter finden, wo das machen können. Ja, vielen, vielen Dank. Das war jetzt eigentlich der letzte Prozess
vor dem Härten, also im Weichprozess, war das jetzt der letzte Schritt. Es geht jetzt in die Qualitätssicherung, wird es vermessen, wenn das Go kommt, ja, geht es zur Härterei. Ist jetzt an diesem Beispiel ein verstellbares, also von außen verstellbares mechanisches Differential für einen Jaguar. Ja. Aber ich vermute mal, nach der Härterei, wenn es zurückkommt, wird es wieder vermessen. Es wird wieder vermessen, weil ich ja vorher schon gesagt habe, es gibt natürlich Vor- und Nach-Härte-Toleranzen, die wir ja auch irgendwo vermessen müssen. Und danach gibt es noch diverse, ja, Flächen, die wir auch hart drehen müssen, weil ja da irgendwo ein Lager läuft. Ah, genau. Das erst heißt, dann geht es eigentlich in die Montage. Oder muss man da jedes Einzelteil vermessen oder kann man das phasenweise machen? Nee, es wird jedes Teil vermessen, außer natürlich irgendwo bei einer gewissen Stückzahl gibt es natürlich auch irgendwo, ja. Und Erfahrung, oder, dass genau, man ganz genau weiß, da passiert nichts. Ne? Genau. Aber es kann tatsächlich sein, dass man einige Flächen nach dem Härten wieder neu bearbeiten muss, weil ein Lagersitz nicht mehr rund ist, weil die Passung nicht mehr passt. Genau, aber Lagersitze an sich werden immer hart gedreht, weil die Fläche einfach passen muss. Lagersitze. Ah, okay. Es gibt einfach Abmessungen, die von der Konstruktion und von der Erfahrung von uns vorher definiert werden, die dann noch hart gedreht werden müssen. Und dann geht es in die Montage? Dann geht es in die Montage, genau. Und dann wird es montiert. Okay. Hier befinden wir uns in der Vorkommission vor der Serienmontage. Also so wie die Abrufe kommen von den OEM-Kunden, werden hier die Teile vorkommissioniert und vorgewaschen. Ja, werden auf dem Montagewagen kommissioniert und dann geht es ja schon rein zu den Montageplätzen. Serienfertigung, Montage, darf man ein bisschen verraten, was da so bei ist? Ja, wir beliefern Daimler, wir beliefern McLaren. Da kann man ja schon ein bisschen auch stolz drauf sein, ne? Weil wenn man erstmal ja solche Autos in der Serie beliefert, das ist klar, ja. Das ist ja dann am Ende eigentlich da, wo man so hin will, ne? Weil wenn solche Hersteller ja, wir sind mal stolz auf dich, ja. Definitiv, stimmt, ne? Ja, kann man so sagen. Und Entwicklung dann aber auch oder ist es eine reine Fertigung? Nee, das ist, beginnt bei der Entwicklung. Also in der Prototypenphase dauert oft 3-4 Jahre. Also wird wirklich alles erprobt von im Winter bei Minusgrade ja bis zu irgendwo in der Wüste. Also es wird alles hier erprobt mit uns, ja. Das ist dann der angenehme Teil, wenn du in der Wüste fliegst. Und das hier ist dann so ein typischer Prüfstand zum Testen? Sieht das ist zum Beispiel der Prüfstand, ja. Die Verstelleinheit wird hier geprüft, genau. Das heißt, das ist dann auch dieser Aktuator, der in der Serie auch da dran genau war, der über das Zahnrad dann diese Verstellscheibe verstellt. Mit den Verstellding, ja. Und hier könnt ihr auch über, weil es links-rechts verbunden ist, tatsächlich auch die Sperrwirkung dann messen. Richtig, und da, hier geht es um das. Hier geht es rein um den Preload, aber hier geht es wirklich um die komplette Funktion mit Verstellung, ob die Verstelleinheit zum OEM-Teil funktioniert, ja. Okay. Hat aber jetzt gerade nichts mit Motorsport hier zu tun, das ist wirklich erstmal nur OEM. Das ist rein OEM. Hier mal noch mal so ein komplettes mit dem Verstellring dann. Ist dann aber trotzdem logischerweise noch ein Lamellenpaket, was man einfach nicht sieht, weil es hier drin ist. Das ist hier drin. Das ist das, wo ja der Mitarbeiter in der Verzahnerei vorher die Verzahnung innen. Das ist der Bereich, da wo die Lamellen. Weil normalerweise sieht man ja von außen immer schon der die Unterschied Anlaufung. Ist natürlich, dass hier kein Druckring verbaut ist. Ja. Weil die Verstellung der Druckring eigentlich ist. So ungefähr grob kann man sagen. Ne? Ja. Hier kann man so ein bisschen merken, die Verstellung. Wie man es hier jetzt weiter vorspannen würde, wenn ich Kraft in den Fingern hätte. Ja, cool. Also hier passiert der Prozess mit dem Vermessen von den Außenabmessungen für den Tellerradsitz und das Pipapo. Das heißt, wenn alles fertig ist, geht es nochmal rein? Nee, vorher ja schon. Alles geht, wenn es fertig ist, nochmal rein, ja. Weil halt du dich ja als gesamtes Produkt nochmal benötigst für die Abmessungen, was der Kunde ja vorschreibt, was er dann benötigt an Toleranzen für seinen Einbau. Aber dann wurde ja gefühlt, wurde das Ding ja dann 5 bis 10 Mal durchgemessen, ne? Ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Da kann nichts mehr verrutschen. Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir letztes Mal schon mal waren. Das heißt, ich vermute mal, jetzt geht's los mit unserem TÜV. Genau. Das ist jetzt die Einzelmontage, Motorsport für die Einzelkunden. Und da beginnt jetzt der Prozess des Einbaus vom Differential. Das heißt, jeder Kunde, der sein Differentialgetriebe wie auch immer hinschickt, das ist alles hier. Das alles passiert hier, ja. Mahlzeit. Hallo? Das war der Herbert Drechsler, also der Gründer, Chef der Firma. Wer war denn da? Das ist der Philipp Käs. Philipp Käs. Ja. Liebe Grüße auf jeden Fall von dem Gordian von Schöning, mit dem habe ich vorhin telefoniert. Okay. Durch Zufall. Alex, der Mann, der jetzt unser TÜV zusammenbaut. Servus. Der Mann, der ganz stark bayerisch. Wie sagt man dazu? Gibt es einen Namen für den Dialekt? Nee, bayerisch. Ja, bayerisch. Tiefst bayerisch. Also aber gibt sich Mühe, dass ihr ihn verstehen könnt, auf jeden Fall. Aber ich muss mich wirklich schon immer so konzentrieren. Ja. Das war beim letzten Video auch schon so. Aber ich versuche.
Du machst das schon, ein bisschen, ne? Gut zum. So, letzte Station für das Video heute. Wir bauen unser Gerät zusammen. Für mich noch nicht die letzte Station, weil ich muss einmal die Jacke ausziehen, weil hier ist ein bisschen wärmer. Das ist auf jeden Fall cool, wo jetzt, wo wir alles gesehen haben, was alles so gefertigt wird, das Ganze jetzt nochmal einmal hier in Einzelteilen zu sehen. Das würde jetzt normalerweise auch so ablaufen, dass du auch die Sperre an sich einzeln zusammenbaust, oder kriegst du die eigentlich fertig angeliefert und baust jetzt nur das Differential zusammen? Na, schon so komplett. So komplett wird. Ohne Tellerrad, ohne Lager. Das, was du gesehen hast drüben in der Fertigung. Sag mal was als erstes zu der Sperre, die wir hier überhaupt einbauen. Also das ist eigentlich ein Auto, die Sperre ist jetzt hier erstmal maßlos übertrieben in Anführungsstrichen, aber was nicht ist, kann ja noch werden, bekanntlicherweise. Und Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen kommt da gleich was Vernünftiges rein. Genau. Das ist so ganz normale Sperre, Baugröße 006. Also richtig stabil. Und wäre eigentlich für den Lexus ISF, da ja du einen anderen hast, also einen GS3000, haben wir ein bisschen was abändern müssen mit der Verzahnung. Genau, so dass für die passt. Und das heißt, das ist hier die Verzahnung von meinen Steckquellen. Genau, das ist deine Verzahnung jetzt. Die anders war, okay. Die anders war als die vom ISF. Genau. Geil. Ansonsten ist es aber die gleiche Sperre wie die von dem anderen Toyota. Diese Baugröße hat immer 3 und 3 Scheiben drin? Oder könnte man jetzt hier auch variieren? Kann man variieren. Und warum machen wir jetzt 3? Oder 6? Das ist die Auslegung einfach von dieser Sperre. Okay. Der Platz ist da und den Platz nehmen wir. Das heißt, mehr ist besser in dem Fall. Genau. Genau. Umso mehr natürlich, umso mehr Spielwirkung hast du, umso mehr Reibflächen, umso mehr was drin sind, umso besser ist ja jeden Einzelnen auch entlastet. Man könnte das gleich mit 2 machen, dann ist die Sperrwirkung ist geringer. Mhm. 2 Lämmer. Verstehe, weil einfach Fläche höher, genau, mehr sperren. Genau, mehr Reibflächen, genau. Und wie ist die Sperre jetzt von der Auslegung generell für dieses Auto? Weil das ist ja absolut kein Rundstreckenauto, sondern eher ein bisschen so zum Spaß haben, vielleicht mal Burnout und Drift machen oder irgendwas? Das wären jetzt, wenn wir die 50-40 geben. Standard wäre so 60-50, du bist schon mehr in dem aggressiveren Punkt. Du kannst jetzt das einbauen, 50-40 ist ja deine Option, wie du fährst. Es gibt natürlich noch, wenn du jetzt 40-50 machst, ist es auf Gas wieder aggressiver als wie die 50 Grad. Umso flacher der Winkel, umso mehr Schwerwirkung. Ah, das heißt, ich kann das theoretisch? Kannst du theoretisch 4-mal einbauen. Also es geht jetzt generell dabei gerade nicht um eine prozentuale Schwerwirkung, sondern um den Winkel hier drin. Das ist der, genau. Wo dieses, wie heißt der Druckring drin läuft? Druckring, genau. Hier sieht man ja die Winkel, 50-40, 50 Grad, 40 Grad. Dann hast du aber noch die Option mit 45-30 Grad. Ja, und du kannst jetzt das so einbauen oder das Ganze umdrehen oder eben die Achse. Natürlich in dem Winkel, wo die Achse eingebaut ist, diesen Winkel fährst du auch. Das war gerade fast wie so ein Hütchentrick, ne? So, ja. Zack, zack, zack. Das ist wie Putzle, genau. Und man kann jetzt 4 Optionen fahren. Für den Laien ganz kurz erklärt, in dem Moment, wenn ich eine Differenz links-rechts habe, wandert einfach dieser Druckring die Steigung hoch und drückt das, geht, das Paket zusammen. Das geht mit Fliehkraft durch die Drehbewegung dieser Achse. Dreht sie natürlich durch Zug von der Kardanwelle. Kraft dreht sie das Ganze nach vorne. Dann ist der Winkel hier eingebaut. Und dann durch die Drehbewegung läuft die Achse auf. Ach so, so okay. Funktioniert das Ganze. Wenn ich das Ganze jetzt drehe, dann läuft dieser Winkel auf. Oder ich drehe das Ganze so, dann sind diese Winkel im Eingriff. Und das ist die Drehrichtung nach vorne. Dann ist hier der Gaswinkel, also hinten und vorne die Bremse. Das heißt, das hat rein gar nichts mit Differenz links-rechts zu tun, nein, sondern wirklich eher mit Drehung des Diffs. Genau. Durch den was gelernt heute. Ja. Umso, wie mir gesagt, umso flacher, umso aggressiver natürlich, umso schneller macht die Sperre zu. Ja. 30 Grad wäre natürlich, das merkst du dann schneller natürlich wie 50 oder 60 Grad. Und klar, in dem Moment, wenn ich bremse, bremst das Ganze ab. Das heißt, es geht in eine andere Richtung, weil Kardanwelle und so eigentlich weiter drehen will. Genau. Also hinten bremst, dann läuft. Gibt es ja natürlich Ruck zurück und dann läuft die vordere Bremse in einen anderen Winkel auf, zum Stabilisieren des Autos. Und das ist jetzt 50 auf Gas und 40 auf Bremse. Genau. Das heißt, die Bremse geht weiter zu, Winkel ist geringer als eigentlich beim Gasgeben. Das ist eigentlich erfahrungsgemäß üblich so, genau. Das funktioniert so. Krass. Also ich habe es beim Abarth ganz krass gemerkt. Da ist es tatsächlich so, dass zu Zeiten, wo ich ohne ABS gefahren ist, auf der Bremse kann die so krass sperren, dass das Auto sogar ausgeht. Also wenn das innere Rad blockiert, geht Motor aus, weil die wirklich so zubeißt und zumacht, dass die richtig sperrt. Ne? Okay. Da ist es mir zumindest das erste Mal bewusst geworden, wie krass die auf der Bremse sperrt. Ne? So, aber bremst halt wirklich krass in dem Fall. Ne? Weil es ist dann auch der Moment, wenn das innere Rad blockiert, heißt das, dass beide Räder eigentlich blockieren. Ja. So, das heißt, du bist dann schon wirklich hart auf der Bremse. Okay. Das heißt, ich könnte mir jetzt zur Sekunde tatsächlich noch überlegen, wie wir es zusammenbauen. Ja, richtig. Aber wir machen 50-40. Ja.
Ich hätte bei mir nicht sagen dürfen, dass ich das selber umbauen kann. Das ist immer gefährlich, wenn ich was umbauen kann. Ja, kann ich das machen? Aber theoretisch auch? Ja, muss ja. Auch. Okay, let's go. Gut, dann haben wir jetzt das Ganze vermessen. Ob das, einer, das sieht man ja hier. Das ist komplett dein Setup-Blatt von dieser Sperre. Jedes Maß, jede Lamelle, Druckring, was wir einbauen müssen, Tellerfeder. Wie ich vorher gesagt habe, wenn du Lamellen brauchst, Druckring brauchst, kannst du uns eine Nummer geben. Kriegst alles. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, kann ich einfach anrufen und sagen, ey, ich brauche ein Lamellenpaket, ihr wisst ganz genau, was drin ist. Genau. Krass. Oder du willst jetzt einen anderen Druckring haben, weil es aggressiver oder schwächer, dann brauchen wir nur das Ding aufmachen, sehen wir Baugröße, Paketmaß, Druckring schicken. Theoretisch würde das genauso funktionieren. Das ist dann dieses Teil? Das ist dieses Teil. Okay. Dass die Option einfach von der Sperre geändert wird dann. Ja. Ah, danke. Dann so, dann geht es mit den Außenlamelle. Dann das Ganze gut schmieren. Dann kommt eine Innenlamelle. Wieder außen, innen. Das ist wie so ein Sandwich. Bauweise. Dann der Druckring. Jetzt ist aber wichtig, dass wir den richtigen einbauen. Das, was ja, bestellt worden ist. Wir brauchen jetzt die 50-40. 50 links, weil Gas ist auf diese. Bei uns ist jetzt Gas links. Das hat mit dem zu tun, wie das Differential in der Achse eingebaut ist. Dann, das sind die Lager für die Achsgleiträder. Ja, man denkt immer, es ist nur ein Differential, aber es sind dann halt doch ein paar Teile. Ne? So, dann. Das heißt, hier gerade sitzen jetzt die ganzen Scheiben drauf. Genau. Das ist ja. Genau. Das sind die Scheiben. Die Scheiben sind ja mit der Felge verbunden, in diesem Fall, genau. Diese sind verbunden. Mit dem Antrieb. Und so funktioniert das Ganze dann, dass das Ganze dann durch den Winkel gedrückt wird, gepresst wird und diese zwei Teile in sich gebremst werden und so sperrt das Ganze. Jetzt haben wir hier zwei Flächen, die dauerhaft aufeinander laufen. Wie ist das so mit Verschleiß bei so einer Lamellensperre? Also wenn wir jetzt gar nicht so von diesem Rennbetrieb ausgehen, sondern einfach mal baut sowas in ein Serienauto ein. Ist der Verschleiß so gering, dass das nach 100.000 Kilometern immer noch gleich ist? Nein, das ist nicht gleich. Also ist schon Verschleiß überall, wo sich was reibt, siehe eine Bremse, ja, ist immer ein bisschen Verschleiß da. Also als Erdenauto ist es schwierig zu sagen, wenn man das dann revidieren soll. Motorsport ist meistens schon noch zwei Saison, eine. Viele bringen so eine Saison oder noch zwei. Und wie viel ist dann hier weg, kann man das sagen? Also man merkt jetzt hier so ganz leichte Drillen drauf, sind die dann weg? Die bleiben, aber die verschleißen. Ach echt krass, das ist härter als die? Ja. Die 1,5 Zehntel, sag ich jetzt mal. Also im Gesamten irgendwo 2 bis 2,5 Zehntel von der Sperre. Ach krass, okay. Ja. Das ist ja doch schon ein bisschen was, ne? Weil dann ist es ja schon so, dass man eigentlich auch ab und an mal einen Ölwechsel hinten machen muss, weil irgendwo muss dieser Abdruck ja auch hin. Das war am Anfang sowieso wichtig, dass man den Ölwechsel gleich macht, nach 1000 Kilometer, weil am Anfang haben die, da sind so Molybden-Spitzen drauf, so die Beschichtung, die Spitzen, die haben die ersten, die überweg gehen. Die gehen dann ins Öl rein, die sollten gleich raus und dann, wenn das mal eingelaufen ist, dann ist der Verschleiß, der Abrieb weniger. Dann bauen wir die Tiefachsen ein, wo das Ganze, wo dann der Winkel auflaufen soll. Den müssen wir jetzt richtig einbauen, auf die 50-40, nicht auf den zweiten Winkel. Wichtig ist, dass wir zwei verschiedene Drucke haben, dass das passt. Aber dann krass, wieder so an. Wie feinfühlig das alles da so eingeleitet. Ne? Das macht natürlich auch am Ende den Unterschied aus. Was ist so das größte Paket, was ihr drin habt? Auch 3 und 3 oder gibt es auch 4 und 4, 5 und 5? Es gibt ja 5 und 5, ja. Haben wir schon mal 6 und 6 gemacht, ja. Gibt. Dann Tellerfeder. Das ist die Vorspannung von der Sperre. Das ist einfach nur, es gibt Sperren mit oder ohne. Vorspannung. Genau, mit Tellerfeder, ohne Tellerfeder. Mit Tellerfeder ist einfach das Ganze, das greift sanft ein. Der Druckring muss jetzt den Weg machen, dass das. Wir bauen immer ein Zehntel, ungefähr ein Zehntel ist unsere Luft vor der Sperre, was vorgegeben ist für uns. Das ist unser Richtwert, wo wir die Sperren aufbauen. Wenn du mit Tellerfeder fährst, dann ist das Ganze sanfter einfach. Der Druckring muss ja das Zehntel überbrücken und sie greift sanfter ein. Für Straßenautos ist es besser so. Und wenn du ohne Tellerfeder zum Beispiel, für Rundstrecke, wo es halt richtig aggressiv dann, dann macht der Druckring einfach nur Rums und so. Ah, echt? Also es gibt theoretisch für Rundstrecke welche, die dann auch dementsprechend gar nicht vorgespannt sind? Ja. Oder haben die trotzdem eine Vorspannung drin? Ja. Nee.
Bei mir im Arbeit habe ich aber einen Feder drin, oder? Da ist ein Feder drin. Und die greift so weich ein, das hätte mich jetzt gerade gewundert, wenn da keine. Wenn du das ohne machst, dann ist das, dann braucht der Druckring einfach die Federkraft nicht überwinden und dann ist das ein bisschen aggressiver, schneller. Geht gleich los, ja. Genau. Und geht dementsprechend auch schneller wieder auf. Genau. Das heißt, wenn ich rollen lasse und weder beschleunige noch bremse, genau, ist es dann null. Ganz normal schieben. Ohne das Ding. Genau. Kommt natürlich auch darauf an, wenn du jetzt da 30 Grad Wind drin hast, dann wirst du es beim Einlenken und Schieben auch schon merken, dass die Diffachse auflaufen möchte. Ah. Auch schon spürt. Krass. Und dann ist nichts mehr mit Schieben. Nein. Genau, da der Deckel drauf. Dann schauen wir mal, dass das zusammenpasst. Dann brauchen wir 4 Schrauben. Ist aber schon ganz gut Vorspannung drauf, ne? Ja. Wenn ich die jetzt hier reinziehe. So, dann haben wir es benannt. Da nochmal Kontrolle, 50-40, das passt. Was würde von der Theorie her sein, wenn ich es jetzt falsch zusammengebaut hätte? Also, dass die Winkel jetzt nicht parallel hier zueinander sind, sondern ich, weiß es nicht, 50-40 und eigentlich umgedreht einen anderen Winkel habe? Dann funktioniert das Ganze nicht. Wenn jetzt der obere verdreht wäre, Druckring entgegensetzt, dann würde der Druckring würde nicht zusammenstehen. Ah, okay, also die Maße würden gar nicht passen und das würde gar nicht gehen, okay. Genau. Dann nehmen wir deine Flansche her. Wir müssen jetzt das Ganze natürlich durchdrehen, zur Kontrolle. Doch, Lexus wird 24 Stunden rennen. Ja. Das sind jetzt 60 Minuten, oder? Das dreht sich. Weil mit dem Hebel musst du ja schon ganz gut. Ja, ich würde sagen 63,5. Ich muss schnell noch die Dinger aufbauen. Wir haben da so einen Adapter da. So einen Sechskant, da kann man es messen. Aber wird aber wirklich wird bei jedem Diff gemessen bei euch? Jedes Diff wird messen, ja. Ah, Flansch auf Adapter und einfach Drehung in den Schlüssel gucken, wann Knack macht. Oder macht der keinen Knack? Doch. Na, der tut nur. Ach, der misst nur? Der misst nur. Ah, das ist ein Messgerät. Gleich springt er natürlich das. Genau, jetzt fahren wir mal schnell. Mal schleifen nur fahren. Fahr schon mal ruhig ein, dass ich gleich losfahren kann. Ja, 63. Ungefähr, so geht es irgendwo drin. Ich kann das dann eine halbe Stunde dran, dann habe ich wahrscheinlich 55. Ich werde da schon passend einfahren. Genau. Ja, gut. Das passt dann. Das Ganze verschrauben, dann bauen wir es ein, oder? Ich würde auch sagen, einbauen. Genau, ich habe das Ganze dann ausmessen, aber das ist jetzt eigentlich, dass die Flansche passen, die ganze Tiefe passt. Dann war das Ganze jetzt benannt. Jetzt geht es um den Einbau in die Achse. Passt. Dann brauchen wir den rechten Deckel. Ach ja, jetzt wo du sagst, wir können es natürlich logischerweise einfach gar nicht so reinlegen. Ne? Der passt ja gar nicht von der Breite her, ne? Deswegen hast du das gerade so reingekippt. Reinschwenken. Ja. Genau. Gut, dann kommt der rechte Lagerdeckel. Ist jetzt irgendwie so eine Pflicht, dass das Auto mehr Leistung bekommt irgendwie, ne? Nicht, dass er jetzt zu wenig Leistung gebraucht hat. Das wäre scheiße, ne? Doch, das geht nicht. Nicht, dass du so von 2 in 3 schaltest und auf einmal gar nichts mehr geht. Das eigentliche Differential hat jetzt gerade in die Richtung so Spiel oder ist sogar leicht vorgespannt in den Lagern? Das wird vorgespannt. Ist sogar leicht vorgespannt? Ja. Das können wir uns jetzt anschauen. Das heißt, als Laie ohne passendes Messmittel und passende Scheiben kann man das auf jeden Fall nicht professionell zusammenbauen. Keine Chance. Da geht's schon schöne Geräusche machen und nicht lange halten. Haben wir schon mal gehört, dass Kunden das wirklich eingebaut haben, ohne zum Vermessen. Mhm. Haben einfach nur das Original ausgebaut, also eingebaut. Funktioniert nicht. Wie ich gesagt habe, die Toleranzen haben ja da von Gehäuse entdeckt. Das Ganze kann ja ein Zehntel weiter drüben sein. Ja. Dann hast du statt den Zehntel, was du, also ein Zehntel spielst, also auch zwischen dem Radsatz, dann hast du ja 2 Zehntel. Dann sollte das Ganze schön drehen und dann können wir das Spiel messen. Mhm. Ah, das heißt, man misst jetzt das Spiel in den Zahnflanken eigentlich? Genau, das Zahnflankenspiel. Genau, das, was wir mir einstellen müssen,
Und wenn es nicht passt, gehen nur zerlegen passt, wieder. Dann wieder zerlegen und wieder die Scheiben passen, schleifen und wieder. Weil das heißt, du musst ja dann Lager wieder abziehen eigentlich. Also die Schale, die Lagerschale zumindest, wo die Scheibe drunter ist. In dem Fall ist sie unter dieser Schale. Ist natürlich ein bisschen umständlich in dem Fall, ja, aber es ist so. Es gibt andere Achsen, die haben Sicherungsringe zum Herstellen, oder es gibt Achsen, die haben die Scheiben unter diesem Deckel. Ja. Machen auch einfach, dann tust du den Deckel raus, die Scheibe schleifen und fertig. Wieder zusammenpasst. Aber ihr würdet doch echt auch die Scheibe schleifen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Sortiment hat, sondern man muss die wirklich. Ja. Und schleifen heißt auf Schleifpapier oder schleifen auf heißt? Auf einer Flachschleifmaschine. Auf einer Flachschleifmaschine. Die haben wir. Genau, da kannst du die auch jeder im Keller hat. Mühlweise herunterschleifen. Wie viel Spiel soll, darf die haben? Das ist ungefähr so 10 bis 13, sage ich jetzt einmal, circa. Hundertstel. Hundertstel. So, haben wir jetzt 12. Passt auffallend. Passt perfekt, oder? Als hättest du schon ein paar Mal gemacht. Ja, das erste Mal. Aber es wird logischerweise beim ersten Mal niemals klappen. Du hast das jetzt schon eingespielt. Ja, das muss man schon ein paar Mal. Das gibt es natürlich schon, dass das aufs erste Mal klappt. Ja, so. Natürlich viel Glück hat, das kommt auch dazu. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass das, was vorher natürlich drin war, der Ausgleich war, dass der genau die Maße hat. Da. Das ist genau wie original. Und dann ist es original und dann passt. Das heißt, Deckel drauf, Flansche rein und Feierabend. Genau. Einfahren brauche ich nicht, kann gleich losballern. Genau. Vollgas. Ja. Mega. Ansonsten? Ich bin wirklich gespannt, wie es fährt. Mir raucht auf jeden Fall der Kopf. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt heute. Was? Weil ich habe es wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das komplett in die Drehrichtung sperrt. Ich dachte immer, es hängt ein bisschen mit zusammen, links, rechts, Drehzahlversatz, dass es dabei sperrt. Ja. Und nicht, dass es komplett auf Zug und Druck ist. Genau, nein, nur auf Zug und Druck. Wahnsinn. Also, so kommt jetzt ja die Kraft da. Natürlich dann in diese Richtung, also die noch vorwärts quasi. Und immer der Winkel, wo es aufläuft, durch die Fliehkraft, ist der hintere Winkel. Das ist in dem Fall die 50 Grad, was du bestellt hast, gewünscht hast. Genau. Sollte das jetzt zu wenig sein, kannst du natürlich umdrehen. Naja, mit 300 PS erstmal wird das erstmal reichen. Mal probieren, genau. Alex, vielen, vielen Dank. Gerne. Sergej, vielen, vielen Dank für einen schönen Tag. Gerne. War mir mal wieder eine Ehre. Es ist nicht das letzte Thema, was wir hier haben, weil ich habe ein paar interessante Sachen gesehen. Aber ich freue mich, das Diff anzubauen und es ordentlich krachen zu lassen. Passt. Viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal irgendwann im tiefsten Bayern.